Hallo meine Lieben, heute gibt es meinen Lesemonat von dem April. Und zwar habe ich ganze 19 Bücher gelesen. Es lag einfach daran, dass ich über eine Woche krank war. Ich glaube, fast 2 Wochen war ich krank gewesen. Und ja, wenn man krank im Bett liegt, kann man nur lesen. Und zwar habe ich, Zodian Academy Band 1, Band 13. Das ist das erste Buch, beziehungsweise das zweite Buch im Monat gewesen, ja, was ich gelesen hatte. Band 13, Und unser Hauptprotagonist, Coverprotagonist, hat Regenbogenaugen, finde ich sehr, sehr hübsch. Ich freue mich natürlich, wie es jetzt mit Ella und Co. weitergeht. Und ja, das Ende war wieder sehr, sehr fies. Und ich möchte unbedingt jetzt wissen, wie es natürlich weitergeht. Und das erste Buch, was ich gelesen hatte, wo ich einfach, ich, mich hat es einfach dazu hingezogen, und zwar war es Zeugenkursprogramm von Eva Völler, von der Kiss and Crime Reihe mit 361 Seiten. Ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja, danach, also ich hatte erst Zeugenkursprogramm gelesen gehabt, dann Zodian Academy. Und danach hatte ich Lust, eine neue Reihe anzufangen, weil ich hatte ja mit der Kiss and Crime Reihe ja nicht schon eine neue Reihe angefangen. Dachte ich mir, hey komm, greifst du mal zu der Taste of Love Reihe, geheime Zutat Liebe, und was soll ich sagen, hat mir riesengroßen Spaß gemacht. Es hat mich auch so ein bisschen an Food Wars erinnert, an den Anime. Weiß ich nicht, ob ihr den kennt, und hier geht es natürlich um den Sterne-Star-Koch aus Boston, Andrew Knight. Und er ist aber so ein bisschen ausgebrannt, so ein bisschen ideenlos. Und und so beschließt er, einen Kurzurlaub zu machen. Und er fährt in Kurzurlaub in Maine und trifft dort auf Brooke Day. Und ja, sie hat so eine lokale Küche, und sie unterstützt damit eigentlich ihre Eltern. Ihre Eltern führen das Restaurant, aber ja, der Mutter geht es nicht so gut, und der Vater kümmert sich natürlich um die Mutter. Und sie möchte ihren Eltern auch irgendwie unterstützen und helfen und führt das Restaurant in der Zeit. Und ja. Und dieses Restaurant oder dieses Lokal hat natürlich halt auch Gastreu, also halt so Unterkünfte, und da kommt der, ja, Sternekoch natürlich unter, und er verrät dir natürlich nicht, dass er ein Sternekoch ist, und hilft dir dann so ein bisschen und greift dir auch so ein bisschen unter die Arme. Und ja, dabei kommen sie sich natürlich immer näher, und ja, Ideen sprudeln nur aus beiden so heraus, was sie alles noch so machen könnten. Und ja, hat mir riesengroßen Spaß gemacht. Danach habe ich was Lustiges gelesen gehabt. Voll daneben der 14. Band von der Cracks-Tagebuchreihe. Hat mir auch wieder sehr gut gefallen. Da habe ich jetzt auch erstmal nur noch eins hier liegen. Dann habe ich noch eine neue Reihe angefangen, aber das war ein Rezensionsexemplar. Und zwar die Lübbe-Bi-Reihe, der erste Band von Gabriele Engelmann, Die Liebe tanzt barfuß am Strand. Hat mir sehr gut gefallen. Hier geht es ja um so um so Mythos, dass die Lütte Biener oder die Leute halt aus Lüttebi und aus der Nachbarortschaft dürfen sich nicht, aus dem Nachbarort Groddersonn, dürfen sich nicht irgendwie lieben oder eine Beziehung eingehen, da diese verflucht sei. Und gleichzeitig haben wir unsere Hauptprotagonistin Lina, die natürlich auch einen neuen Chef bekommt in ihrer Abteilung, der natürlich aus der Nachbarschaft kommt. Und ja, sie findet ihn irgendwie toll, und er versucht natürlich auch so ein bisschen die Geschichte dieses Ortes Lüttebi so ein bisschen näher zu kommen. Und gleichzeitig will Lina natürlich herausfinden, was damals mit ihrer Mutter passiert ist, warum sie einfach abgehauen ist und sie bei ihrer Großmutter aufgewachsen ist. Wir lernen auch diese wunderschöne Stadt kennen, was mich auch so ein bisschen so an Gilmore Girls erinnert hat, weil das so ein Wohlfühlort ist. Jeder kennt jeden, jeder hilft jeden, und ja. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Der zweite Band, freue ich mich auch schon sehr drauf, ihn verschlingen zu können. Dann habe ich ein Buch von meiner 22 für 2022 gelesen, und zwar Das Mädchen, das in der Metro las, was mich so, ja, was mich eigentlich sehr enttäuscht hat. Es ist ein kurzes Büchlein, und ich habe wirklich fast 2 Tage dafür gebraucht. Eigentlich habe ich 2 Tage gebraucht.
Und ich kam mit dem Schreibstil überhaupt nicht klar. Es ist mal flüssiger Satz, dann ist sind so mehrere Beschreibungen in einem Satz drinne und dann irgendwie eine Zusammenfassung und dann wieder was Flüssiges und oh, das hat mich alles so ein bisschen verwirrt. Mit der Geschichte bin ich auch nicht ganz so warm geworden, weil wir haben hier Juliet und Juliet sitzt halt, fährt jeden Tag, sitzt in der gleichen Metro, jeden Tag steigen die gleichen Leute ein. Hinterher haben diese Leute irgendwelche Bücher in der Hand und sie beobachtet sie dabei. Und aber jeder liest halt in seinem Genre die ganze Zeit. Und ja, dann ist es halt so, dass sie ja wie so einen Impuls bekommt, mal einen anderen Weg zur Arbeit zu laufen und mal früher auszusteigen. Und ja, da begegnet sie einem Mädchen und das Mädchen bringt sie dann zu sich nach Hause, wo sie dann natürlich ihren Vater kennenlernt. Und ja, der Vater ist sehr, sehr schräg drauf. Und gibt dir einfach so einen Stapel Bücher in die Hand und sagt, ja, du bist jetzt die neue, ich glaube, Verteilerin oder Sam nee, Sammlerin war sie nicht, Überbringerin oder so. Und wenn sie die Bücher sozusagen den Leuten gibt, wo sie meint, sie könnten die Lebenssituation oder das Leben von denen verändern, ja, wäre das gut, wenn aber das Falsche ist, wenn sie den Leuten das falsche Buch gibt, wandert das Buch auf irgendeine mysteriöse Weise wieder bei ihm. Und ja, und am Anfang hat sie gar keinen Bock drauf und dann durch einen Zufall kriegt sie ihr erstes Buch los und ja, war jetzt nicht ganz so meins. Dann habe ich ein Rezensionsbuch gelesen gehabt und zwar With You a Dream. Das ist der erste Band der Belmont Bay-Reihe von Justine Pust. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie man sie ausspricht. With You a Dream. Es wird ja eine dreiteilige Reihe ist bis jetzt bekannt. Der zweite wird ja auch demnächst erscheinen. Der wird so aussehen. Da wird es dann um die Schwester unserer Hauptprotagonistin aus dem ersten Band gehen. Und ja, das Ganze spielt in Belmont Bay und ja, irgendwie haben die ganzen Ortschaften irgendwas mit Gilmore Girls oder ich verbinde sie einfach mit der Stadt von Gilmore Girls, wie hieß es, Stars Hollow. Und ja, weil das war auch wieder so in die Richtung, jeder kennt jeden und ja, das ist sofort aufgefallen, innerhalb von einer Stunde oder so wusste jeder Bescheid, dass es jemand Neues hier in der Stadt gibt und ja, also es war. Macht da alles sehr schnell die Runde, wenn es da was Neues gibt. Dann haben Bettina und ich ja, die Sinners of Saints-Reihe beendet mit Broken Love. Ja. Ja, wir sind froh auf jeden Fall, dass wir die Reihe jetzt beendet haben. Und ja, mehr muss ich, glaube ich, dazu nicht mehr sagen. Dann habe ich ein Rezensionshörbuch gehört gehabt, Die Stadt der Dolche. Da blende ich euch wieder das Cover ein. Hat mir nicht so gefallen. Also ja. Es wird ja als Fantasy historisch gekennzeichnet und für mich war es eigentlich nur historisch. Ich habe keine Fantasy-Elemente also gehört oder es sind keine Fantasy-Elemente aufgetaucht. Also nichts daran war irgendwie Fantasy-mäßig in meinen Augen. Und ja, das Ganze spielt natürlich so in so den, wie sagt man? Also so ein bisschen Aladdin-mäßig, so Agrabah-Style ist das so aufgebaut. Und wir haben oh, wie hieß der nochmal? Nicht König, aber halt ist so einer, der regiert, der Kalif. Genau. An den Kalifen und ja, also. Ich werde auch diese Reihe nicht weiter fortsetzen, auch wenn sie übelst gehypt wird, aber es war nicht so meins gewesen. Dann habe ich endlich ein Buch beendet und zwar Maddie Freeman, der zweite Band. Ja, der Anfang hat sich für mich so ein bisschen gezogen. Die letzten 150 Seiten oder 100 Seiten wurden dann nochmal so richtig spannend. Und ja, deswegen bin ich auch noch am Überlegen, mit dem dritten weiterzumachen und wann ich den natürlich weiterlese. Dann habe ich ja Austern Surprise von Lily Anderson. Das ist der zweite Band ihrer Reihe. Und wir haben natürlich wieder Louise Dumas, die ja wir auf der
Insel Pelvorn begleiten, was sie natürlich so erlebt. Und ja, es ist nicht mal ein Jahr, oder? Ich dächte, es wären so 10, 11 Monate her gewesen. Nee, nicht mal. Der erste spielt ja im Sommer. Da ist sie angekommen auf der Insel Pelvorn und jetzt ist so Herbst rum. Also ist nicht mehr ein halbes Jahr, wo sie schon sozusagen ins nächste Abenteuer stürzt und ja. Und diesmal dreht sich alles um die Archäologen, Entologen und Historiker, die sich dort auf dieser Insel versammeln und eine Tagung abhalten. Und ja. Und es gibt natürlich über Pelvorn schon so einige Streitpunkte, wo jeder eine andere Ansicht über diese Ereignisse hat. Und ja, dann passieren zufälligerweise aus Versehen zwei Morde. Also zwei Tote werden auf jeden Fall gefunden. Und ja. Und für Louise kommt das natürlich alles so ein bisschen komisch vor. Aber sie hat ja ihren besten Freund an der Seite, der ehemalige Polizeiermittler Momme Mommsen. Und ja, da bin ich auch schon gespannt, was im dritten Band passieren wird. Dann habe ich ja, Kiss and Crime gelesen gehabt, der zweite Band, Küss mich bei Tiffany. Und somit habe ich auch erstmal diese Dialogie beendet, weil bis jetzt sind nur zwei Bände erschienen. Wir haben ein Jahr später, nach dem ersten Band, wir haben wieder unsere Hauptprotagonistin Emily und Pascal. Und ja, wie es mit dem weitergeht, müsst ihr natürlich selber herauslesen. Es sind zusammenhängende Reihen. Also ja, die Hauptprotagonisten aus dem ersten Band spielen natürlich auch im zweiten mit. Und dann habe ich ein Rezensionshörbuch gehört, Zwei Herzen unter 8 Millionen. Da blende ich euch hier auch nochmal das Cover ein. Danach habe ich ja, Sophie Kinsella von meiner 22 für 2022 befreit. Und habe endlich Dich schickt der Himmel von ihr gelesen gehabt. Hat mir wirklich gut gefallen. Ja, ich war auch so ein bisschen positiv überrascht, in welche Richtung das Ganze dann gegangen ist, weil damit habe ich überhaupt nicht so gerechnet gehabt. Dann habe ich noch eine Reihe beendet gehabt, und zwar Kalendergirl Band 4, ersehnt Oktober, November, Dezember. Ich bin happy, dass ich es beendet habe. Ich muss sagen, das Beste, was mir hier dran gefallen hat, war, was ist aus ihnen geworden? Die letzten zwei Seiten sozusagen, wo nochmal alle Protagonisten, die sozusagen von Band 1 bis Band 4 drinne vorgekommen sind, ja, wie es mit dem weitergegangen ist und was die in der Zwischenzeit alles so erlebt haben. Und ja, und unser Pärchen aus Band 1, was im März drinne vorgekommen ist, wurde gleich als erstes erwähnt. Ja, fand ich großartig, und natürlich auch unser Protagonist aus Februar. Und ja, also alle waren sozusagen nochmal da, und wir haben ein paar Sätzen halt mitbekommen, wie es mit denen weitergegangen ist oder was die in der Zwischenzeit gemacht haben. Das hat mir eigentlich am besten gefallen. Das Ende fand ich auch ganz okay. Ja, war eigentlich schon irgendwie klar, dass das kommt. Ja, danach habe ich Der Buchspazierer gelesen gehabt von Carsten Henn. Hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. War positiv überrascht. Das habe ich ja zum Geburtstag im Februar geschenkt bekommen. Und ja, also großartig. Und was der ältere Herr Karl Kohlhoff alles so erlebt, und das Ganze spielt in Deutschland. Ich glaube, in Bremen war es. Und ja, hier haben wir ihn auch nochmal. Und ja, er hat ja auch inzwischen ein neues Buch rausgebracht. Ich glaube, der Bäckerspazierer oder sowas, oder der Bäckerfahrer oder irgend sowas. Irgendwas mit Bäcker war es. Ja, ich bin am Überlegen, ob ich mir jetzt schon sein anderes hole oder mir halt erst wieder zu Weihnachten oder Co. wünsche. Ja, weil erstmal in letzter Zeit sehr, sehr viele Bücher bei mir eingezogen sind. Und ja, aber ich war sehr happy auf die Geschichte und war positiv überrascht. Dann habe ich gelesen gehabt, Rorik hat Staffel 2, Band 4 von der Bücherei ausgeliehen. Und ja, dann habe ich noch ein Buch gelesen gehabt, und zwar Der China-Code. Ja,
war ganz okay. Es ist natürlich eher so ein bisschen wirtschaftsmäßig geschrieben. Ich habe 2 Tage für das Büchlein gebraucht. Nichtsdestotrotz fand ich die Thematik sehr interessant und habe auch so ein bisschen neue Sachen erfahren, die ich zum Beispiel vorher nicht gewusst hatte. Zum Beispiel zur Leni-Zeit haben ja die Chinesen und die Russen einen Vertrag miteinander gehabt, obwohl der damalige König, Kaiser, Regierender aus China, ich nenne es jetzt einfach mal so, eigentlich nicht so ein Fan von Leni war. Er fand Lenis Benehmen damals sehr arrogant und er hat ihn auch immer herablassend behandelt, wenn er bei ihm irgendwie zu Staatsbesuchen da war. Und er hätte sich zur damaligen Zeit eher einen Vertrag mit den Amerikanern gewünscht, weil er auch die Sprache viel schöner fand als die russische. Und die russische klang für ihn halt auch immer so aggressiv und brutal und weil die immer so mit lauten Worten gesprochen haben und auch immer so mit so einem Brummen dahinter. Und ja, deswegen, ja. Aber bis heute haben sie ja diesen Vertrag mit den Russen. Und ja, ich bin natürlich auch, was die Namen von diesen chinesischen Regierenden, bin ich auch immer durcheinander gekommen, gebe ich ganz ehrlich zu. In meinen Augen und in meinen Ohren klingen sie irgendwie alle gleich. Und ja, das hat mich natürlich auch ein bisschen so rausgebracht beim Lesen, wo ich dann nochmal nachlesen musste, wer war das jetzt? Und hey, irgendwie hießen sie alle irgendwas mit Ying oder Xing oder. Also es war wirklich, ja, nicht ganz so einfach. Hier hinten werden natürlich auch noch Bücher vorgeschlagen. Einmal dieses und einmal ein Buch von Bill Clinton. Und ja, ist Deutschland noch zu retten? Steht hier zum Beispiel drauf auf diesen. Ist von Hans-Werner Sinn geschrieben. Frank Sieren hat, glaube ich, das Ganze auch nochmal neu aufgelegt. Das ist jetzt bis 2016 aktuell, beziehungsweise werden halt nur die Daten bis 2016 dargelegt, was bis dahin passiert ist. Ja, nee, bis 2016, 17. Auf jeden Fall kommt Trump noch drinne vor. Aber mehr auch nicht. Also Trump wird mal so kurz erwähnt und mehr auch nicht. Ich habe auf jeden Fall dann auch noch mal die Zeittafel gelesen gehabt, ja, um einfach noch mal einen genauen Überblick zu bekommen und ja, oder Hu Jintao und ja, Hu Jintao war Staatspräsident und Sui Rongqi war Premierminister und hat sich mit Gerhard Schröder getroffen gehabt in Shanghai und haben die Transaktion dann Frühjahr 2003 war es SARS-Krise, Wechsel der Regierung, neue Politik des sozialen Ausgleichs unter Ministerpräsident Wen Jiabu, also irgendwie, ja. Klingt für mich immer alles so ähnlich, aber ja. Trotzdem hat es mir riesengroßen Spaß gemacht. Ich habe ein bisschen was Neues dazu erfahren, was ich vorher noch nicht gewusst hatte. Und ja, dann habe ich noch gelesen gehabt, Royal Catch Staffel 2, Band 5, auch aus der Bücherei ausgeliehen. Und ja, jetzt habe ich fast die Royal Catch Staffel 2 durch. Da fehlt mir nur ein Band, weil jede Staffel hat 6 Bände. Und dann wäre ich schon bei der dritten Staffel. Ich glaube, es gibt insgesamt gerade 4 Staffeln, wenn mich nicht alles täuscht. Oder 4, wo ich geguckt hatte. Das heißt, ich bin ziemlich gut vorangekommen dieses Jahr mit der Royal Cats Reihe, muss ich sagen. Klar, ich habe jetzt auch ein bisschen mehr in der Royal Cats Reihe gelesen als sonst. Sonst habe ich jedes Jahr immer nur ein Band gelesen. Ja, dieses Jahr habe ich schon. Jetzt muss ich kurz spiegeln. 1, 2, 3, 4, 4 Bände schon gelesen gehabt in der Royal Cats Reihe und im Mai mache ich ja damit auch weiter. Das waren auf jeden Fall meine Bücher, die ich sozusagen gelesen habe. Ja,
Schaut auf jeden Fall noch unten in der Infobox vorbei. Da könnt ihr euch dann auch nochmal in Ruhe die Klappentexte durchlesen, weil zu zweiten Bänden oder zu vierten Bänden oder zur Fortsetzung allgemein will ich ja nicht großartig viel sagen, weil ja, das könnte spoilern. Und ich finde, das macht es dann auch immer so ein bisschen kaputt. Bei dem braucht man auch ein bisschen mehr, ja, Muse, sage ich jetzt mal. Ja, aber ich finde, China hat es wirklich von ganz unten nach ganz oben geschafft. Und sie hatten auch wieder ihre Höhen und Tiefen und haben sich aber trotzdem jedes Mal wieder aufgerappelt. Und es liegt vielleicht auch daran, dass sie einfach diesen Spruch haben, dass man halt das Volk zusammenhalten muss, egal was passiert, egal welche Krise man durchmacht. Das Volk muss einfach zusammenhalten. Und ich finde, das ist in Deutschland irgendwie schon so ein bisschen verloren gegangen, dieses Wir-Gefühl. Weil jeder guckt immer nur nach sich selber, finde ich. So habe ich den Eindruck zumindest. Und ja, keiner hält mal wirklich zusammen. Vielleicht tun sich mal so kleinere Grüppchen zusammen, aber ja, trotzdem kämpft man auch in Deutschland gegeneinander, weil man ja nicht dieses Wir-Gefühl mehr hat. Und das hat China halt die ganze Zeit beibehalten, dieses Wir-Gefühl, egal was war, egal was anstand, auch wenn in China Leute gab, die dagegen waren, hat man sie trotzdem irgendwie so ummanipuliert, dass sie halt trotzdem wieder dieses Wir-Gefühl hatten und trotzdem dann irgendwie auf Umwegen dann wieder auf der Schiene gelandet sind, wie es China eigentlich haben wollte. Und ja, deswegen. Okay, meine Lieben, ich sag auf jeden Fall schon mal Tschüss und schaut auf jeden Fall in der Infobox vorbei. Und ich würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao!